Servus Leute, heute habe ich ein Raid für euch auf Lighthouse. Ich war dafür die Lightkeeper Quest unterwegs. Ich musste diesen Transmitter suchen, dieses leuchtende Ding. Und der hat 9 Spawns oder so auf Lighthouse und dafür bin ich die Cottages abgelaufen. Und der ein oder andere Spieler hat sich mir auch noch in den Weg gestellt und ergab einen recht unterhaltsamen Raid. Ich will euch nicht zu viel spoilern, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben. Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Oh Mann. Eigentlich will ich nicht. Will ich da hin? Nein, ich keine Ahnung. Es dauert viel zu lange, die da zu klären. Ich laufe einfach die Dinger ab. Das ist besser. Level 6, 56%. Leute, danke für den fetten Support. Und gäbe sorry, wenn da irgendwas nicht kam. Scam war Absicht. Moin, Black Man. Kommt vielleicht gleich noch. Taschengeldtag, ding, 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 ding. Ihr verdient gar kein Taschengeld. Selbstverständlich. Ding, 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 ding. Und Difference. Nicht Difference. Birbet, danke schön für 100 Bits. Danke fürs Ding, ding, ding. Und den Beitrag zum Hype Train natürlich. Ja, ich glaube, die Cottages ablaufen ist das Beste. Da, wenn ich mich jetzt hinstelle und die Rogues clear, bis ich da unten bin, ist eine halbe Stunde rum. So eine Art. Ich kann vielleicht erst die Cottages machen und dann schauen bei den Rogues. Ich glaube, ich erspar mir viel Ärger. Wenn ich bloß die Cottages mache. Und Scarface hat er gerade die 500 und macht die Zahl wieder kaputt. Ah, nee, nicht. Sorry. Sorry, never mind. Kleiner Denkfehler. Scarface, danke für 5 Gegiftete und 26 insgesamt. Danke für den Support und den Beitrag zum Hype Train auf Level 7. Jetzt geht's auch bei mir. Nice fix. Nice fix. Nein. Danke für den fetten Support. Und den Hype Train auf Level 7 und 21%. Ey, spring halt. Let's go, let's go, let's go. Spring doch, wieso springst du denn nicht, Mann? Jetzt, danke. Drück die ganze Zeit Space und er springt einfach nicht. An der Stelle. Scarface, danke für die 5. Danke für den Support, den andauernden. Und Leute, für den fetten Hype Train. Level 7. Oh Mann. Da war mein Mac eindeutig zu klein. Danke schön für die Stims. War ein Trio, ja. Aber dafür ist halt die DTM, der immer gerade nicht gemacht, ne?
Ey, es war Glück, dass es da genau an der Stelle runterging. Das war Zufall. Es hätte auch ganz anders ausgehen können, ganz ehrlich. Jetzt nur noch Duo, jetzt nur noch Solo. Jetzt muss noch einer. Zwei habe ich ja. Gar nicht mal so gute Situation da an der Stelle, in die reinzulaufen. Die Armor ist so gut wie neu, ja. Deshalb Survival Kit, danach hat man, dann hat man wenigstens nach so einem Fight noch ein bisschen HP. Ja. Ich hab. Hey, Kilian Pro. Der letzte wird gammeln, ziemlich sicher. Leute, danke für den fetten Hype-Train, insbesondere Bonkers für die 19 gegifteten, Scarface für die 5. Leopold Sepp, dankeschön für die ganzen Bits, die da reingeflossen sind. Danke für den absolut fetten Support. Und wie viel HP haben wir jetzt noch? 364. Mit Maus 1, man kann alles mit Maus 1 abbrechen. Nachladen von der Shotgun, essen, heilen, trinken, geht alles. 47, von der Pen her glaube ich nicht, macht aber recht viel Schaden, Gap. Aber keine Ahnung, 47 kriegst du eigentlich nie her. Ja, Reject, so ist es, ne? Aber es kommt, ich garantiere, es kommt nochmal wieder ein Fight. Keine Sorge. Einer ist noch übrig, ja. Um den ist es aber erschreckend still geworden. Hey, Soulsco, ich bin nicht freiwillig, ich muss hier questen. Nix freiwillig. Und Flex für mich? Oh, das ist ja nett. Das ist nicht schlecht. Das ist die Frage, was macht der Typ? Will er hier noch auf den Sack gehen oder hat er sich ganz klammheimlich irgendwo in der Ecke verdrückt?
hier die Frage. Ich meine, ich werde ihn da oben nicht besuchen. Ist mir egal. Ich muss auch nicht hin. Ich schaue jetzt, ob ich hier so hochkomme. Ich glaube auch, dass er in der Ecke hockt. Ne? Hoffentlich sieht hier keiner. Aber. Ah. Nein. Ist der Pass. Gute Players Guess, ey. Natürlich müsste jetzt hier kommen, ey. Wenn ich da versuche, hoch zu jumpen. Und dann an der letzten Ecke hängen bleibe und nicht hochkommen. Herr Bernhard, ich würde schon mit Taschenlampe spielen. Es ist nicht OP, aber sehr zu empfehlen. Man blendet und man sieht selber mehr. Und Servus. Also ich spiele immer mit Taschenlampe, Taschenlampe Laser. Umgeschaltet. Ich glaube, er haut ab. Vielleicht auch nicht. Привет. Ist das ein Spieler? Chara XD, vielen Dank für den Follow, willkommen. Bennett ebenfalls, vielen Dank für den Follow, willkommen. Risa vor, ebenfalls, Dankeschön für den Follow, willkommen. Privet. Hey Chara. Hatte ich nicht einen Baum? What? Servus Risa. Zeig ich dafür eine Armor an, eine HPC. Kann man nur finden, glaube ich. HPC Blade Carrier. Blade Carrier. Level 5. Charlex, danke für den Follow. Willkommen. Okay. Ey, gut, dass ich so viel Ammo dabei hatte. What the fuck? Die ist jetzt echt schnell weggegangen. Hier schnell. Gibt's den Tag auf Katzen? Bald. Soon. Fürs Hideout. Ist tatsächlich angekündigt, dass es ein Haustier fürs Hideout geben soll. Kein Spaß.
So ein bisschen Tamagotchi-mäßig, ja. Oben ist einer. Na geil. Aber. Demi, danke für den Follow, willkommen. Ey, ohne Mist, ey. Jetzt wird's aber langsam eng von der Ammo. Oh, grüner Stim ist einfach so eine Wohltat, ne? Habe ich zwei oder einen? Ich weiß es nicht. Der Dude hat Ammo, ich glaub's auch, ja. Ja, ich hab zwei. Waren zwei. Hör auf. Deswegen habe ich so viele Injector dabei. Ich habe jetzt gerade zwei Green Stims. Hier kommt was rübergelaufen, möglicherweise. Gratis Ammo. Naja, ganz gratis war die nicht. So würde ich es jetzt nicht aus sagen. Alrighty. Привет. Alle Kinder, danke für den Follow bekommen. Hat er hier? Der hat, glaube ich, keine Ammo für mich. Der hat eine AK-101, so wie es aussieht. AK-102, okay. Alright, jetzt finden wir am besten noch dieses Teil. Dann passt es eigentlich. Dann lief der Raid auch ganz gut, würde ich sagen.
RTT, Roundtrip Time. Ist der Ping. Irgendwo hier können, genau, hier hätte spawnen können. Sei einfach da. Maden-Ding. Schlecht aus, ne? Chara, mag Lighthouse auch nicht. Kann ich verstehen. Tja, Risa. Vielleicht haben sie mal wieder ein paar weggebannt, wer weiß. So, gibt's hier noch einen Spawn? Oder habe ich sie alle? Den habe ich abgelaufen, den habe ich abgelaufen. Das ist die neue Lightkeeper-Quest. Ich muss dieses komische Teil finden. Diesen Dongle. Hey, Crunchy, sehr gut. Crouchy, so rum. Laufen sehr gut. Mal raus hier, würde ich sagen. Gut, dass ich so viele Stims dabei hatte. Erstmal zwei grüne Stims diesen Raid reingedrückt. Doch, hat fixe Spawns. Aber es gibt 9 Spawns oder so. Und es sind auch einige im Rogue-Gebiet. Also wahrscheinlich, wenn es hier nicht ist, liegt es im Rogue-Gebiet. Was kostet einer ein Grüner? Ich glaube 100.000. Der zweite, ich hätte auch ohne den zweiten überlebt, aber du weißt halt nicht, ob da noch ein Nachzügler kommt. Deswegen, ne? Wenn du 100 HP hast, dann drückst du dir das Ding. Moin, André. Richtige Mountain Goat. Diesen Raid. André, danke schön für den Prime im 8. Willkommen zur Gnabo-Falle. Danke, dass du den Prime bei mir lässt. Sehr freundlich. Moment, um was geht's? Privet. Und General Green, vielen Dank für den Follow bekommen. Ah, Leute, wisst ihr was? Oh, hallo YouTube, komm, verewigt euch mal mit etwas Spam. Verewigt euch mal. War doch ein ganz unterhaltsamer Raid, oder? Servus, Olli. Lama, Servusle. So. Wundervoll. Ah, der Spam wird immer besser. Ich bin begeistert. Servus, Jimmy. So. Naja, waren zwar bloß 4 Kills, aber trotzdem. Ich fand, der war unterhaltsam. Außerdem ist es Lighthouse. Also ich war ordentlich zerlöchert, ne? Ordentlich zerlöchert. Nachdem morgen ja mein Stim-Video kommt, kann man den als Folgerate ja rausbringen, weil, ne? Direkt noch den praktischen Einsatz.